Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im CFD Wohnzimmer für eine weitere Ausgabe unseres Home Workouts. Heute nur Bodyweight, also wir brauchen kein Equipment, außer vielleicht unsere Kurzhantel für die Toe Taps. Aber jetzt erstmal zum Workout. Das hat es heute in sich. Wir haben zwei Runden, aber die zwei Runden sind sehr, sehr lang und intensiv. Wir starten mit 200 Seilsprünge oder Toe Taps. Ja, hat man ja schon mehrfach. Je nachdem, was ihr für eine Möglichkeit habt, wählt ihr dann die Übung dafür. Übung Nummer 2 sind Air Squats, Kniebeuge für 100 Wiederholungen. Und die dritte Station sind die Liegestütze mit 50 Wiederholungen. Okay? Wir wollen immer jede Station abarbeiten, 200, 100, 50, bis wir zur nächsten Station bzw. nächste Runde gehen. Was wir nicht machen wollen, ist das Aufteilen in 10 oder 20 Runden und kleine Satzzahl quasi abarbeiten und durchrotieren. Die Belastung ist eine komplett andere, als wenn wir mal 2-3 Minuten bei den Liegestützen bleiben, statt immer nur für 20 Sekunden oder 3-4 Wiederholungen. Okay? Also, wir starten einfach, wir arbeiten uns ein und beginnen mit den Toe Taps und sammeln auch gleich die ersten Wiederholungen. Wie gesagt, ich nehme hier eine Kurzhantel, ihr könnt einen Yoga-Block nehmen, Bücher, Stuhlbein, was auch immer ihr berühren wollt. Ein Fuß draufstellen und dann im Wechsel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann machen wir gleich mal 30. Okay? Und das Ganze für 200 Wiederholungen. Das klingt natürlich jetzt erstmal viel, aber wenn ihr die Belastungsdauer dann sehen werdet, ist nicht ganz so wild. Und wenn wir ganz normal joggen, haben wir auch schnell diese 400 Schritte für das gesamte Workout auch drin. Dann die Kniebeuge, wie immer individuellen Stand finden, wo ihr bequem euch in eine tiefe Position bewegen könnt bei aufrechtem Oberkörper. Die Knie, die Oberschenkel sollten immer in die gleiche Richtung zeigen wie die Füße. Ja? Wenn das irgendwo in die Richtung geht, dann sucht euch irgendein Ziel, wo ihr euch hinsetzen könnt und korrigiert dann im Sitzen oder auf dem Weg nach unten. Aber dann geht nicht die volle Tiefe. Ja, wir wollen nicht diese runde Kniebewegung in der Abwärts- und Aufwärtsbewegung sehen. Okay? Knie stehen in eine Richtung und zwar bestenfalls dorthin, wo die Füße zeigen. Gut, machen wir da auch gleich mal 15 Wiederholungen, dass wir ein bisschen Blutfluss haben, ein gutes Gefühl für unser Tempo. Und wir hatten ja in den letzten Wochen reichlich große Sätze mit 80 Wiederholungen und ähnlich. So sollte jeder, der regelmäßig trainiert, ein gutes Gefühl haben, ob er eine Pause braucht, wann er die Pause braucht, welches Tempo er gehen möchte heute. Okay? Wir haben es schon. Ich hoffe, es waren 15. Und ganz zum Schluss die Liegestütze. Hier wollen wir trotz der hohen Anzahl natürlich auf eine saubere Ausführung achten. Das heißt, die Hände leicht außerhalb der Schulter, starten in der Plank-Position, Arme gestreckt, Bauch fest, Beine gestreckt. Und dann gehen wir in einer Ganzkörperbewegung nach unten, bis wir sinnvollerweise den Boden oder irgendein anderes Objekt berühren. Nehmt euch da auch gerne einen Yoga-Block oder was auch immer ihr in der Nähe habt, um den Bewegungsumfang, den Bewegungsspielraum vielleicht ein bisschen zu limitieren und an eure Kraftwerte und Fähigkeiten anzupassen. Also hier, ich zeige das mal, Yoga-Block unter der Brust und dann gehe ich bis hier hin, bis ich quasi den Kontakt spüre und dann kann ich sicher sein, dass jede Wiederholung gleich ist. Ja? Das kann ich mit zwei Blöcken machen. Aufstellen, Bodenkontakt, vollkommen gleich. Arbeitet in den Kraftumfängen, Bewegungsumfängen,
die ihr für so ein hohes Volumen auch umsetzen könnt. Ja? Wollt ihr die ersten 10 am Boden haben und dann die letzten 90 irgendwo gegengelehnt. Bestenfalls alle gleich. Und ich denke, dann haben wir schon das Setup geklärt, ein paar Wiederholungen gemacht und dann sind wir bereit für die große Action. Ich habe keine Ahnung, wo wir herauskommen. Schauen wir mal und lassen uns überraschen. Wir werden auf jeden Fall hier sehr gut ins Schwitzen kommen. Ich freue mich. Alles klar? Mach dich bereit, es geht sofort los. 15. Eine schöne Zahl. 15, 15. Ja, wie zu erwarten, die Liegestütze für mich. Der Rest war ja ganz okay. Gut, dann starten wir den Timer, 10 Sekunden Countdown. Die Uhr läuft nach oben, logischerweise auf Zeit. Wer hier gut bei Push-Ups ist, der wird hier natürlich mich und alle anderen abziehen. Also, arbeitet mit der Intensität, wo wir hier sauber und gut durchkommen. Toe Touch als erstes. Ich habe mich verzählt. Also muss den kommen. So, 100 Squats. Yeah.
Ja, unordentlich. Gehen wir mit 15er setzen. Und zwei Zehen. Oder auch nicht. Aha. Oh, jetzt wird's schön. 39. Ach du Gott. 41. Noch zwei. So, jetzt haben wir noch mal ordentlich. Thank you.
10. Vierundzwanzig. 32. 35. 37. Jetzt wird's bitter. 9. Immer komplett beenden. Lockout, bevor er die Knie auf den Boden bringt. Nicht halbe Wiederholungen sammeln. 41. 45. 47. 50. Ja, eine schöne Zahl. 15, 15. Ja, wie zu erwarten, die Liegestütze für mich. Der Rest war ja ganz okay. Okay, komm. Wer noch nicht fertig ist, zieht das noch durch. Und der Rest kann schon mal anfangen, Brust und Schulter wieder aufzudehnen. Ja, Door-Stretch. Hand gegen die Wand, in den Türraum rein, Brust auf den, Trizeps auf den. Wer jetzt sehr schwere Beine hat, Oberschenkel Vorderseite oder Couch Stretch. Ihr kennt die ganzen Übungen, machen ist wichtig. Ihr wisst alles, was ihr braucht, ihr müsst es nur machen. Jeder auf seins. Okay? Also lassen wir bis 17 durchlaufen, dann werden sie durch die meist noch durch sein, bin da ja, gut im Mittelfeld. Die Push-Up-Tiere, die sind bestimmt schon seit 12 oder so durch. Ja. Okay, also, schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr euch die Herausforderung gestellt habt. Und selbst wenn es am Anfang viel erscheint, währenddessen fühlt es sich auch so an, aber im Nachhinein seid ihr froh, dass ihr es gemacht habt und vielleicht sogar über eure Leistung erfreut, überrascht,
was halt alles geht. Ja? Okay, dann, ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Workout. Macht's gut, ciao, ciao.